Wir sind heute hier, weil wir unsere Yashoda, die heute 40 Jahre alt geworden ist, eine richtig schön große Torte verabreicht haben. Und Flitzdas und ich haben die reingetragen, die war bestimmt 20, 30 Kilogramm schwer. Ich habe gesehen, da war Brot, Mohrrübe, Honigmelone, also ganz viele Leckereien, alles was Elefanten auch meistens sehr gerne essen. So, die Yashoda wurde in den Anfang der 90er Jahren von einem damaligen Tierpfleger, Herrn Koch, ausgesucht, weil die aufgefallen ist durch einen positiven Charakter und weil die auch eine, ja, muss man so sagen, eine hübsche Elefantenkuh ist. So, das passte einfach. Man hat sie eindecken lassen, noch in Indien, von einem Bullen. Und dann kam sie also schon trächtig hierher und hat kurze Zeit später, nach langer Zeit, mal wieder ein Jungtier hier zur Welt gebracht und hat infolgedessen auch noch viele weitere Geburten hier gehabt und war auch immer eine sehr beliebte Elefantenkuh bei unseren verschiedensten Elefantenbullen. Ja, schon, das ist eine wichtige Säule hier bei uns in der Elefantenherde, da sie sozial ganz doll engagiert ist, auf sämtliche Jungtiere Acht gibt und auch andere junge Mütter auch manchmal so ein bisschen bei der Erziehung unterstützt und auch vom Charakter ein sehr angenehmer Elefant ist. Wir haben eine ranghöchste Kuh, das ist unser Mowgli, der darf niemand gegenüber frech werden. Das setzt sie dann mit straffen Regeln durch. Und dann kommt so nach und nach die Yashoda. Und die Yashoda ist eben, die weiß halt diplomatisch sehr gut mit anderen Elefanten umzugehen, hat keinen Streit mit anderen Elefanten. 2003 hatten wir die erste Elefantengeburt innerhalb einer Herde. Das heißt, die werden eine Mutter, die brauchen wir meistens dafür, und befreundete Elefantenkühe. Und da war zum Beispiel auch eine ältere Tochter bei ihr. Und dann kam eben damals die Candy zur Welt 2003, die heute mittlerweile 16 Jahre alt ist. Und das Wichtige ist eben daran, dass die Elefanten miteinander lernen. Dass sie lernen, wie sieht so eine Elefantengeburt aus? Wie kümmern sich andere Elefanten um das Jungtier? Was machen erfahrene Kühe? Und was sollte man vielleicht nicht machen? Das ist nämlich ganz wichtig, weil das nicht über Instinkten bei Elefanten geregelt ist.